Ah, aua. Alexa? Wer war Weltmeister beim 1. FC Kacken? Hier ist etwas, was ich auf Wikipedia gefunden habe. Die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft 1950 war die vierte Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Fußballnationalmannschaften und wurde vom 24. Juni... Klappe. Alexa, erzähl einen Witz. Warum kippt die Wand, wenn sich ein Mantafahrer dagegen lehnt? Keine Ahnung. Der Klügere gibt nach. Oh Mann. Alexa, erzähl noch einen Witz. Parallelen haben so viel gemeinsam. Schade, dass sie sich nie treffen. Ja. Was ist denn da noch ein? Alexa? Wie viele Sterne gibt es? Wie viele Sterne wir am Himmel sehen, hängt davon ab, an welcher Stelle unseres Planeten wir uns befinden. Viele Astronomen nehmen aber an, dass es mindestens 70 Trilliarden Sterne im Universum gibt. Ja. Alexa, sag mir das Wetter für morgen an. Morgen ist das Wetter in Herdorf sehr sonnig mit einer Höchsttemperatur von 33 Grad und einer Tiefsttemperatur von 13 Grad. Alles klar, ich weiß Bescheid. Halt mal Mütze, Schal und Handschuhe raus und Pelzmantel auch. Gut. Alexa, wo befindet sich denn Herdorf? Herdorf ist eine Stadt im Hellertal, nördlich von Daden im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Hat ich gerade gesagt, im nördlichen? Ich dachte eher so, wäre so, warte mal, ist von hier aus gerechnet, alles klar. Ja, gut, ist gut. Alexa, was ist ungefähr das Hellertal? Da bin ich mir leider nicht sicher. Alexa, deine Mutter. Die Snapchat-Fotos von deiner Mutter zerstören sich nicht. Oh Mann, nein. Okay, alles klar. Alexa, erzähl einen Witz. Was haben Äpfel und Fußballer gemeinsam? Fault einer, faulen alle. Alles klar. Alexa, erzähl einen 1. FC Kölner Witz. Solche Witze kenne ich nicht. Kannst du mich mal. Alexa, erzähl einen 1. FC Bayern Witz. Solche Witze kenne ich nicht. Ach komm, willst du mich verarschen? Alexa, erzähl noch einen Witz. Wie nennt man jemanden, der gleichzeitig kifft und tanzt? Einen Grashüpfer. Oh Mann, ey. Alexa, erzähl auch einmal. Oh, kennst du nicht. Ach, super. Alexa, erzähl einen Witz. Wer schneidet Grimassen und hüpft um seinen Eintopf? Der Suppenkasper. Der schlechteste Witz, den ich je gehört habe. Aber der ist so schlecht, da muss ich selber lachen. Ja, super. Alexa, erzähl mal einen Witz. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Hä, alles klar. Muss ich nicht verstehen. Was finden wir noch rein? Jetzt mal eine Wissensfrage. Alexa, wer hat denn die Glühbirne erfunden? Ab den 1850er Jahren wurden vielzählige Patente für Glühbirnen angemeldet.
jedoch war es Thomas Alva Edison, der die erste praktisch nutzbare Glühbirne erfand, welche über einen längeren Zeitraum von bis zu 15 Stunden brennen konnte. 1880 erhielt Edison das Basispatent für seine Glühbirne, die dann auch in Serienproduktion ging. So. Ah, okay. Alexa, wer ist denn die größte Flasche von uns beiden? Darauf habe ich leider keine Antwort. Ach, okay, alles klar. Vielleicht mal... Alexa, wer hat denn die Feuerwehr erfunden? Ich bin mir leider nicht sicher. Ah, okay, schade. Ich dachte, du wüsstest das. Ich bin nicht bei der Feuerwehr. Leider. Alexa, wer hat denn den Eiffelturm gebaut? Der Eiffelturm wurde von 1887 bis 1889 errichtet und diente als Eingang zur Weltausstellung 1889. Er wurde nach dem Erbauer Gustav Eiffel benannt. Gustav Eiffel? Okay. Ah, ich bin Gustav der Eiffelturm. Alexa, wofür steht der Triumphbogen in Paris? In Paris ist es 18.22 Uhr. Ich habe gesagt, wuf. Alexa, wer hat den größten Scheißhaufen gebaut? Das möchte ich lieber nicht beantworten. Den größten, ne? Ist das Essen, ne? Wer hat den größten Scheißhaufen gebaut? Oh Mann, Alter. Ihr könnt mich mal. Was meinen wir noch ein? Jetzt hab ich aber Ideen, Alter. Mann, was haben wir denn, Alexa Box? Das gehen mir die Ideen aus. Alexa, wann geht die Welt unter? Sofern sie nicht mit einem sehr großen Asteroiden zusammenstößt oder die technologische Entwicklung zu einer Katastrophe führt, wird die Erde wahrscheinlich zerstört, wenn die Sonne zu einem roten Riesen heranwächst, was in einigen Milliarden Jahren der Fall sein wird. Ich hab schon mal Angst. Alexa, erzähl einen Witz von Otto Walkes. Solche Witze kenne ich nicht. What? Alter, solche Witze kennst du denn? Otto Walkes ist der Beste. Also, ne. Alles klar. Falls ihr Ideen habt, das hat wie immer mit der Alexa-Box. Reden könnte, falls ihr lustige Ideen habt oder so Wissensfragen, die ihr weitergehend mal wissen möchtet von dieser netten Alexa-Box, dann schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alexa, du hast das letzte Wort. Georg Schramm. Na gut, ja, tschüss. Alexa, du hast noch ein letztes Wort. Dankeschön. Das war's.